Hallo, guten Tag. Ich bin Christian Möller und das hier ist Durch die Gegend, der Podcast, bei dem ich mich mit interessanten Menschen... Wenn Sie meinen Unterricht besuchen, wissen Sie, dass ich Philipp Wampfler bin, Ihr Deutschlehrer. Wenn Sie meinen Unterricht nicht besuchen und sich das jetzt ansehen, dann hat das Video irgendwie den Weg zu Ihnen gefunden. Und ich sage Ihnen, ich bin tatsächlich Deutschlehrer und nehme dieses Video zu einer Zeit auf, als ich meine Schülerinnen und Schüler nicht sehen konnte, weil sie zu Hause lernen und ich sie zu Hause von zu Hause aus unterrichte. Also man sieht hier, wie so ein richtiger Deutschlehrer. Ich habe ein paar Bücher, von denen ich ein paar auch schon gelesen habe, habe hier eine Seite angerichtet, die sehen Sie jetzt hier groß, in der das ganze Projekt erklärt wird. Das ist ein Hasu, damit das auch andere Menschen nutzen können, wenn sie das denn nutzen möchten. Und da kann man auch jetzt Kommentare hinterlassen und ich kann das Ganze auch ergänzen, wenn es dann noch Links braucht oder wenn es noch weitere Informationen braucht, die jetzt hier fehlen, die füge ich dann mit der Zeit ein. Ich habe hier zuerst erklärt, was Podcasts sind, und das möchte ich Ihnen ein Beispiel erklären. Das ist mein liebster Podcast. Das ist oder der Podcast, der mich so in diese Welt reingezogen hat. Das ist Serial. Serial ist ein englischer Podcast. Es geht um einen Kriminalfall. Es geht um einen amerikanischen Schüler, der nach der Schule das ein Schüler, der angeklagt wird, dass er seine Freundin umgebracht hat und auch im Gefängnis sitzt. Und im Podcast wird die Frage gestellt, ob es tatsächlich dieser Adnan gewesen ist, der seine Freundin umgebracht hat, oder ob vielleicht nicht das Verfahren auch gewisse Fehler beinhaltet hat. Und Sie sehen hier, dass 2014 ist dieser Podcast erschienen, der viele Menschen fasziniert hat. Er hat so ein bisschen diese Welle gesurft von True Crime. Also es geht um ein Verbrechen, das wirklich passiert ist. Und wenn man den Podcast hört, wird man so reingezogen. Man kann mitdenken und den Fall nachspüren. Und Hörerinnen und Hörer haben auch weitere Beweise gesammelt, das wirklich intensiv diskutiert. Sie sehen, das Ganze hat 12 Folgen. Ich denke, die Folgen sind so 45 Minuten. Also es ist ein Podcast, der so ähnlich lang ist wie eine Fernsehserie. Und das ist ein Format, das nicht unüblich ist für so erzählerische Podcasts. Daneben gibt es Podcasts, die einfach Gespräche sind. Das heißt, Menschen treffen sich vielleicht jeden Tag, vielleicht einmal pro Woche, und sie diskutieren miteinander. Ich zeige Ihnen hier auch kurz ein Beispiel aus Zürich. Und zwar ist es Kaffeefreitag. Das ist eine Frau, von der ich mal vermute, dass sie ungefähr in meinem Alter ist, aber sie ist sehr, sagen wir, modebewusst, sie ist sehr trendbewusst, sie ist sehr meinungsstark, und in ihrem Podcast spricht sie mit einer Freundin zusammen über ihr Leben, über ihre Sicht der Welt. Jetzt. Und was mir noch so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist nach dem letzten Mal, also nach dieser Folge, ist auch etwas, wo ich in der Praxis viel begegne, aber auch so im Freundeskreis oder allgemein, einfach so, wenn ich das beobachte, dass ganz viele Leute auch so eine Vorstellung haben, also, oder dass man sich ja Leichtigkeit wünscht im Leben, das kann ich mega nachvollziehen, oder? Und dass das wehtut, wenn das weggeht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so ein Vorgaukeln, es müsse dann immer so bleiben. Weißt, dass so ein Anspruch auf das entsteht. Und dass dann der Schmerz, wenn es plötzlich nicht mehr ist, noch viel, viel grösser wird. Hier haben wir ein Bild von den beiden, wie das funktioniert. Da sind sie im Kulturplatz vorgestellt worden, wenn Sie sich das ansehen wollen. Ich verlinke das Ganze noch. Vielleicht noch ein letztes Beispiel für einen Gesprächspodcast. Und zwar ist es Charlotte Roche.
die Aufsehen erregt hat mit einem Roman, der Feuchtgebiet heißt, der sexuell sehr explizit ist. Und dieser Podcast, der heißt Pardiologie. Ich denke, hier könnte man das ansehen. Das ist ein Podcast über eine Beziehung unter Erwachsenen. Also Charlotte Roche hat mit ihrem Mann über ihre Beziehung gesprochen, sehr intime Details. Kam so in unser Leben allen und alle fanden den halt jung und flippig und wild und nett und Und der charmant Podcast irgendwie. hast, Wie sollen wir der ist sagen? abgeschlossen, Unglaublich aber ist auch ein eloquent Gespräch oder war unter der denn eigentlich Personen, die super sich cool? kennen. Und Ja, das gibt klar, es ein super ganz cooler oft. Es Typ, gibt ne? Menschen, die Aber war treffen auch sich, cool. um über ihre Lieblingsserie zu Super, sprechen. super. Es gibt Menschen, Und dann die treffen sich, um über Fußballspiele zu also sprechen. ist ein Also alles, bisschen was so in der Welt so passiert, befremdend. kann Ich man habe in auf einem jeden Fall so Podcast einen besprechen und so kann Tick, dass mir versuchen, eventuell Leute, da Typen was Interessantes zu egal finden, sind, was auch für dass ich Menschen, die merke, dass die in mich verliebt nicht in sind diesem und bin ich schon Gesprächskreis eventuell sind, verliebt. Ist das interessant sein sinnvoll, könnte, was ihnen dass ich mich von weiterhilft. alleine einfach nicht Das in jemanden wäre verliebe so die oder einen Frage, was Partner oder wer Podcasts auch immer sind, was das für sind? Podcasts es gibt. Viele Lieblings- oder interessante Podcasts, für mich ist Reply All einer der liebsten, das habe ich hier auch hingeschrieben, ist ein Podcast, der mehr so ein Sachthema erklärt, der uns etwas, was in der Welt passiert, verstehen lässt. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Podcasts, die solche Sachthemen diskutieren. Das wäre die kurze Einführung gewesen. Jetzt, wenn Sie in die Welt der Podcasts eintauchen wollen, dann brauchen Sie auf Ihrem Smartphone eine App. Ich selber nutze Overcast im Moment. Sie ist die hier. Sie können das Ganze aber auch mit Spotify machen, wenn Sie Spotify ohnehin schon nutzen. Dort sind auch ganz viele Podcasts drin. Die sonst empfehlenswerten Apps sind Pocket Cast und Castbox, die Sie auf jedem Handy installieren können. Diese Apps sind kostenlos. Die Podcasts sind kostenlos, die Sie dort abonnieren können. Und Sie können die suchen, die Ihren Interessen entspricht und da mal einsteigen. Damit Sie sich orientieren können, habe ich hier eine Liste gemacht. Und zwar habe ich meine liebsten beiden Podcasts, die ich jetzt auch schon erwähnt habe, hier hingeschrieben. Aber das sind englische Podcasts. Jetzt gibt es ganz viele deutschsprachige und da habe ich ein paar Listen verlinkt, wo Sie sich orientieren können, dass Sie da mal stöbern und denken, ah, das wäre was für mich, das würde mich interessieren, da möchte ich einsteigen. Das wäre so das Vorgehen. Und im Auftrag unten steht dann, ich hätte gerne, dass Sie mindestens zwei Podcasts 4 Folgen lang sich anhören. Besser wäre, Sie würden 4 Podcasts sich 4 Folgen lang anhören oder sogar länger, dass Sie wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie funktioniert das Format, was ist etwas, was mich anspricht, was ich selber auch umsetzen möchte, umsetzen könnte. Wenn Sie einen eigenen Podcast entwickeln möchten, dann ist es natürlich eine Projektplanung. Also ähnlich wie Sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, brauchen Sie ein Thema. Sie müssen das Thema aufteilen, planen. Sie müssen dann sowas wie Recherche betreiben oder die Gespräche vorbereiten und dann publizieren Sie den Podcast. Und hier empfehle ich Ihnen, dass Sie mit Anchor FM arbeiten. Es ist eine Plattform, die Sie im Netz finden, die Sie aber auch auf jedem Smartphone installieren können. Und da wird Ihnen ganz klar auch gezeigt, wie Sie den Podcast aufnehmen, wie Sie ihn schneiden, wie Sie dann am Schluss auch publizieren können. Also Sie brauchen nichts mehr als dieses Anchor FM und den Anleitungen, die Sie dort finden. Wenn Sie Gespräche aufnehmen wollen, dann empfehle ich Ihnen, das mit Zoom zu machen. Zoom ist auch eine Video-App, die wir jetzt gerade auch häufig für Videochats benutzen. Und wenn Sie Zoom-Meetings aufnehmen, das ist eine Möglichkeit, die Sie haben. Wenn Sie das brauchen, kann ich es Ihnen auch nochmal zeigen. Aber ich denke, das ist selbsterklärend. Sie nehmen ein Zoom-Meeting auf und erhalten dann eine Datei, die eine reine Tondatei ist von diesem Gespräch und manchmal erhalten Sie sogar zwei Tonspuren. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem sprechen würde, würde ich meine Tonspur und auch die Tonspur des Gegenübers bekommen, so dass ich das dann gut zusammenschneiden kann.
Und am Schluss steht der Auftrag, den ich jetzt nicht Punkt für Punkt durchgehe, sondern das werde ich auch auf Teams nochmal erläutern. Es geht letztlich darum, zuerst hören Sie sich Podcasts an. Wir stellen uns ein paar Podcasts vor, die wir gerne gehört haben, aus denen wir was mitgenommen haben. Und dann erstellen Sie Ihren eigenen Podcast, entwickeln eine Idee, Sie kriegen von mir Feedback und dann nehmen Sie ihn auch tatsächlich auf. Das wäre es gewesen zu dieser kurzen Einführung zum Thema Podcasts. Wenn Sie Fragen haben, dann wissen Sie, wo Sie mich finden, können das zurückmelden. Und wenn Sie dieses Hasso hier auch kommentieren, dann kann ich ganz gerne auch noch weitere Punkte ergänzen, die jetzt hier vielleicht unklar sind. Danke fürs Mother, they Zuschauen, say fürs you're Zuhören tearing me und wir out sehen and uns. leaving me now, filled up with doubt. We were together.